Hallo Freunde des Kosmos, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute soll es um die Sternzeichen gehen. Falls du dir dein Geburtshoroskop schon mal angeschaut hast, dann ist dir bestimmt aufgefallen, wie viele verschiedene Planeten und Aspekte und Punkte irgendwie in so einem Chart vorhanden sind. Und da ist dir bestimmt bewusst geworden, dass es ganz, ganz viele Schichten gibt. Und die Sonne, unser Sternzeichen, also das, was wir alle kennen, ist eben nur ein Teil von unserer Persönlichkeit. Und auf den wollen wir heute näher eingehen. Und in den nächsten Wochen werde ich auf ganz, ganz viele weitere zurückkommen, sodass du immer, immer tiefer irgendwie deine Persönlichkeit und dein Horoskop verstehen kannst. Aber heute, wie gesagt, erstmal die Sonne. Und für was steht die Sonne eigentlich? Sie steht für deine Vitalität, für dein Selbst, für dein Ego, für dein Bewusstsein, ja? Deine Lebensenergie und den Drive, den du hast und so ein bisschen, was du willst, um dich erfüllt zu fühlen. Und wenn du noch ein bisschen mehr über die Bedeutung der Sonne, des Aszendenten und des Mond wissen willst, dann verlinke ich dir mein Video hier oben. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Deshalb werde ich heute definitiv auch ein bisschen auf unsere negativen Seiten eingehen. Die Schattenseiten der Sternzeichen. Ich finde es immer ganz schön, wenn wir uns die auch bewusst machen, damit wir sie vielleicht so ein bisschen auflösen können. Bevor es jetzt hier aber richtig losgeht, noch eine kleine Bitte. Ich würde mich total freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst. Da hilfst du mir unglaublich dabei, diese Nachricht, dieses Thema, dieses Werkzeug Astrologie weiter in die Menschheit zu bringen, weil ich finde, jeder sollte davon profitieren. Aber ohne weiteres Blabla, lass uns einsteigen in die Sternzeichen. Die Waage. Das betrifft alle Menschen, die zwischen dem 23. September und dem 22. Oktober geboren sind, also im Herbstanfang. Und wer mein Video über die Qualitäten, Polaritäten und Elemente gesehen hat, der weiß, dass die Waage ein männliches Luftzeichen ist, was eben der Qualität kardinal zugeordnet ist. Und wer das noch nicht gesehen hat oder vielleicht mehr wissen will, dem verlinke ich mein Video hier oben. Aber kurz zusammengefasst, es ist eben ein eher aktives, nach außen gerichtetes Zeichen, was handelt, und da geht es um intellektuellen und mentalen Austausch, um Denken, um Innovation, um Initiieren und all diese Dinge. Jedem Tierkreiszeichen sind auch Körperteile zugeschrieben, und bei der Waage sind es eben die Nieren und die Hüfte. Und der Planet, der hier eine große Rolle spielt, das ist die Venus. Und da geht es eben um Lust, Genuss, Vergnügen, ne? Alles, was wir irgendwie lieben und wertschätzen. Archetypisch gesehen stellt es eben den Richter dar, und das Mantra ist: Ich balanciere, ich gleiche aus. Und der Fokus der Waage liegt einfach auf Balance und Harmonie. Also die mag keinen Streit oder Konflikt und ist auch super sensibel, wenn es zu Energien von anderen Leuten kommt. Und daher versucht sie halt immer auszugleichen, ne? Also die würde auch ihre Bedürfnisse zurückstellen für die Bedürfnisse eines anderen. Also da geht es wirklich um den Mensch, um die anderen. Und sie repräsentiert eben die Verbindung mit anderen. Also der größte Fokus der Waage ist wirklich auf andere Menschen und Beziehungen. Und deswegen hat auch die Waage einfach so eine extrem schöne Ausstrahlung. Also es ist so ruhig und faszinierend. Die sind unglaublich eloquent. Und wenn die mit dir reden, dann ja, sind immer ganz bedacht, dass du dich auch in der Konversation gehört fühlst und dass du dich gesehen fühlst und dass jeder irgendwie zu Wort kommt. Die agieren einfach total achtsam und höflich, und man will sich einfach mit denen umgeben, weil ja so eine bestimmte Faszination von denen ausgeht. Die sind auch einfach so unglaublich schön, und meist haben die so eine natürliche Eleganz. Also das ist jetzt gar nicht so, dass sie sich irgendwie total laut oder so anziehen oder ja, total ausgefallen. Es ist eher so, dass es schlicht ist, aber so, ja, es ist irgendwie so elegant. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Waage eben von der Venus repräsentiert wird. Und die, ja, die mögen einfach schöne Dinge, ne? Die pflegen sich, die wollen gut riechen, die wollen gute Qualität, die wollen ein bisschen Luxus. So, da geht es um Design, Musik, Kunst, so all diese Dinge, da sind die richtig, richtig gut. Und es sind auch unglaublich viele Modedesigner, tatsächlich Waage, da komme ich später nochmal drauf zurück. Die Waage ist unglaublich gut darin, Menschen zu beobachten und Persönlichkeiten dadurch zu analysieren. Und die ist jetzt gar nicht verurteilt oder so, die möchte das eher einfach nur wahrnehmen. Aber weil sie halt ja, von dir gemocht werden will, reflektiert sie dich so ein bisschen. Und da passiert es eben manchmal, dass die Waage gar nicht so ein richtiges Bewusstsein über sich selbst hat und wer sie eigentlich ist. Die weiß alles über jeden außenrum und versucht es jedem so ein bisschen recht zu machen, aber verliert sich oftmals selber dabei. Das liegt halt auch daran, dass die Waage einfach niemanden verletzen will und es allen recht machen will und dann auch ganz oft nicht Nein sagen kann. Die Waage ist, glaube ich, der beste Partner, den man haben kann. Also in Beziehungen, da geht die Waage auch richtig auf, also die liebt, in Beziehungen zu sein.
die liebt auch diese ganzen schönen Sachen, Romantik und solche Dinge. Und die möchte einfach, dass es dir gut geht. Ne? Also die möchte Harmonie schaffen. Und das Problem dabei ist aber oftmals, dass sie sich dann vielleicht selbst so ein bisschen verliert, weil eigentlich ist sie ein bisschen mehr introvertiert. Also die gibt nicht so schnell viel Preis, überspielt ihr Leid vielleicht so ein bisschen. Und es kann dazu kommen, dass wenn sich da viel anstaut, dass dann, das ist wie so eine Flasche, die ja ab irgendeinem Punkt einfach so explodiert. Und da kann es dann auch wirklich zu so einer passiven Aggressivität irgendwie kommen und so einer Gestresstheit. Da kann die Waage eigentlich gar nicht gut damit umgehen. Also Druck und Stress sind alles so Sachen, die versucht wirklich zu vermeiden. Und diesen Punkt erreicht die Waage halt oftmals dann, wenn sie eben sich nicht genug Zeit für sich nimmt, weil sie halt alles andere irgendwie in Harmonie halten möchte. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass die Waage auch mal irgendwie sich zurückzieht und sich als Mittelpunkt sieht. Dieser Stress, der so unterdrückt wird irgendwie, der führt sonst oft wirklich zu so übermäßigen Klatsch und Tratsch, übermäßigen Essen, übermäßigen Kaufen. Ne? Also das lebt sich dann in so anderen Sachen irgendwie aus. Und ja, das liegt oftmals einfach daran, dass die Waage sich nicht genug Zeit für sich selber nimmt. Wenn sich das so angestaut hat und da kann das so in zu viel überschwingen, ne? Also in so Extreme, entweder extremer Rückzug oder extremes Essen, extremes Geld ausgeben oder extremes Klatsch und Tratsch, ne? Kann gossipy werden oder manipulativ sogar so ein bisschen, um halt irgendwie überall gemocht zu werden. Es geht halt wirklich so darum, so eine Balance zwischen dir und den anderen zu finden. Balance sowieso ist einfach super, super wichtig. Also Life-Work-Balance, dir wirklich diese Zeit für dich nehmen, nicht zu denken, dass du immer überall da sein musst, nur für andere da sein musst, so auch für dich, das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach vielleicht mal einen Abend lang ein Buch zu lesen, ne? Dein Lieblingsstück Kuchen am Nachmittag zu essen, in ein schönes Café zu gehen oder Musik zu hören. All diese Dinge irgendwie, die wirklich nur für dich sind und die, ich glaube, die helfen einfach, ja, wieder deine Mitte zu finden, Stress abzubauen und dich zu balancieren, nicht nur die anderen. Und ansonsten natürlich noch als Tipp, öffne dich anderen Menschen, vertraue dich an, so, wir alle sind mal gestresst, wir alle sind wütend, wir alle sind traurig, es ist nicht schlimm, vor anderen zu weinen. Öffne dich und zeig dich mit deinen Schwächen, Trauer, rede darüber. Es ist okay, vor anderen zu weinen. Du bist nicht nur da, um Balance für andere zu schaffen. Es dürfen auch andere für dich mal den Raum halten. Und am Ende habe ich hier noch ein paar berühmte Persönlichkeiten, die eben auch die Sonne in der Waage haben. Und zum Ende hin kommen extrem viele Modedesigner, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Weil eben, ja, da diese Eleganz, natürliche Eleganz, liegt denen einfach im Blut. Ich lese einfach mal vor. Will Smith, Serena Williams, Brigitte Bardot, Kim Kardashian, Michael Douglas, Christoph Waltz, Snoop Dogg, John Lennon, Margaret Thatcher, Mahatma Gandhi, Klaus Kinski, Ralph Lauren, Donna Karan, Fendi und Yamamoto. Das war es auch schon von der Waage heute. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass dir das Video weitergeholfen hat und würde mich total freuen, wenn du mir vielleicht einen Kommentar hinterlassen würdest und mir erzählst, wie es dir als Waage geht. Konntest du dich wiedererkennen oder konntest du vielleicht andere Leute wiedererkennen? Ansonsten hoffe ich, dass wir uns wiedersehen für die Videos über Aszendent, Mond, Venus und so weiter. Das ganze Thema Astrologie werde ich eben in den nächsten Monaten hier auf diesem Kanal ansprechen. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche. Alles Gute, pass auf dich auf. Namaste.